Hallo Leute, willkommen zurück zu Secret of Mana. Im letzten Part hatte uns der Emulator wieder mal nicht gern, also von daher sind wir jetzt nochmal beim Arzt. Heidi, ich habe sie untersucht, konnte aber nichts feststellen. Außer, dass sie sehr schweigsam ist. Ach, was du nicht sagst. Sprich! Toll, und jetzt? Ja, dann gehen wir mal da ins Versteck zurück. Ja, stimmt. Sagen. Also wir haben einen der Bösewichte auf jeden Fall getötet, das wissen wir. Ja. Ah, nee, warte, haben wir gar nicht. Nee, nur so sein Handlanger. Da. Sein Ketzer. Jetzt nicht. Mami hat nie Zeit für uns. Oh. Und hier, Straumann. Die Pläne des Imperators machen mir Angst. Der ist großwahnsinnig. Er ist großwahnsinnig. Ach, nee. Du bist die Blauhaarige. Meine Schwester hat sich die Haare grün gefärbt. Wirklich zu albern, ja. Sag gerade die richtige. Meine Schwester hat sich die Haare blau gefärbt. Wie lächerlich. Das war's, stopp mal, guck mal. Guck mal, ah, ja. Da ist ein grünes Buch. Grün gewinnt. Da ist eine grüne Blume. Grün gewinnt definitiv. Ja, eine grüne. Definitiv. Noch eine. Ja, jetzt ist es amtlich. Das war eine grünhaarige. Achso. Das ist die jammert. Jammerlappen. Warte, ist das nicht das geile Versteck gewesen? Nee, das ist. Glaube ich nicht. Ich glaub, das war da unten hier. Das Kaffeehäuschen. Gut möglich, ja. Ach, sieht so aus. Ja. Wie seht ihr denn aus? Wie drei Helden. Guck mal, da unten der kleine Junge macht Beatbox. Oh, Hang ist verschwunden. Verschwunden. Wie ich genickt habe. Und du Arme. Hat sich gesehen, wie ich genickt habe? Er hat es nicht mehr ausgehalten. Angeblich hat Tantalus inzwischen seine Meinung geändert, denke ich mal. Ja, siehst du? Er will sich ab jetzt für den Frieden einsetzen. Ja, und klar. Ich bin, der Imperator. Ich glaube, der Imperator. Achso, du bist ja der Imperator. Nee, du bist das. Wir haben es geschafft, den Toll. Imperator. Toll! Darauf haben wir so lange gewartet. Lass uns gehen. Klar. Kommt mit uns. Nach diesem Gespräch wird alles okay sein. Ihr werdet sehen. Gehen wir einfach mal. Wir gehen fort. Ja, und an Ostern kommt dann Dings auch der Weihnachtsmann. Nein, warte. Da stand doch, wir sollen hier folgen. Was ist da? Scheiß auf die. Kann man hier nicht irgendwie handeln? Oh, nur konnte man noch hier... Nein, das war ein anderes Gebäude. Okay. Hanswurst. Hanswurst. Geht's denn hier lang? Ach so. Sagen, jetzt kommt wieder. Wie kommt man denn da um? Lol. War das jetzt ein Bug oder? Ja. Ja, ach, das war der Effekt von rum. Ja. Wo bist du denn hin? Du gehst jetzt zurück in die Südstadt, jetzt keinen Shop. Okay. Dann chill. Ich hatte doch gesagt, dass er hier nicht drin ist. Ich will zu Le Shop. Hör auf den Deutschen. Ja. Mhm. Vor allem gerade, wenn wir bei Imperator sind, ne? Komm, ich krieg dir den richtigen Job. Oder nicht? Das ist jetzt doof. Ehrlich, die sagen, wir sollen die folgen. Ah, hier geht's noch weiter. Hier oben könnte er sein. Der Shop oder was? Nee, hier kann man pennen. Terroristen. Vielleicht aber auch was anderes. Ach komm, ja, schon wieder alles. Ach du Scheiße, schon wieder jetzt hast du auch noch bezahlt, Mann. Das war jetzt für den Arsch. Warum? Weil wir alle gesund sind. Ach so. Na egal, wir können einmal schlafen. Können wir Roma wieder beobachten. Wir haben genug Geld. Ja, aber trotzdem, ne? Ja. Du kannst auch mal wieder speichern. Südstadt, 30. Siehst du? Hui. Oh, guck! Ach, mal. Mr. Schmied. Lange bleibe ich hier nicht hier. Ja. Bleibe ich hier nicht mehr. Da haben wir. Voll der Bumerang. Ein Kreis. Ja, ist so. Jetzt ist es wieder ein Bumerang. Was? Bin ich auch. Peitsche? Ja, klar. Ja. Ja, die sind alle grau gemacht, die schon gemacht sind. Deswegen dachte ich gerade. Das ist gerade. Halt. So. Spaß.
Erstmal gucken, ob das irgendwas bringt, ne? Ja. Dann nehme die Peitsche. Na, mach das, ich bleib meinen Spieß treu. Spieß auf du. Hallo, Frau. Fühlt euch wie zu Hause. Okay. Wenn du meinst, gib Essen. Ehrlich. Meine Mutter gibt auf, gib Essen. So, aber hier muss es auch irgendwo einen Shop geben. Was sagst du denn? Geht nur weiter, wenn ihr ins Schloss wollt. Wollen wir nicht, wollen... Wir haben einen Shop. Quallenfisch, Hier auch nicht Shop. Ich glaube unten irgendwo war der. Da unten rechts vielleicht. Da hier? Nee, okay, da hier ist der Arzt, ne? Boah, die Stadt ist verwirrend groß. Oder hier unten vielleicht, nee, das Kaffee ist unser... Nee, hier rechts, ja. Ach, guck. Genau, hier. Perfetto. Warum willst du in den Shop? Willst du Sachen neu aufkaufen? Ja, oder verkaufen. Ja, naja, stimmt. Ja, was willst du denn verkaufen? Wir haben ja nichts Großartiges zu verkaufen. Also, das hier, glaube ich, zweimal. Rest brauchen wir alles nicht. Nö. Verkaufen können wir auch nichts. Doch, wir haben... ja, guck. Ach, die Krone, stimmt, die haben wir bekommen, ne? So. Ja. Gut, das war alles. Auf Wiedersehen. Und sonst gibt's hier nichts. Gut, dann können wir jetzt zum Imperator. Oh. Oder erstmal in die Wand laufen. Oh, blöder Typ, ich geh einfach mal nicht durch. Ich schieb dich. Wow, was für eine Musik, ey. Ja, ehrlich, ich bin ganz komisch. Ja, einfach durchmarschieren. Ach, guck mal. Hallo. Willkommen! Tut mir leid. Der Imperator erwartet euch bereits. Geht nur weiter. Wo denn? Ja. Wird ja auch sicher keine Falle sein, ne? Ja. Ja, sonst wären wir hier nicht ausgerüstet. Eben, ja. Du sagst ja auch das Gleiche. Wieder ja, sehen. Klar. Wer macht denn so einen Raum? Wo sind die Rebellen? Hier. Achso, ich muss drücken. Wo gibt's Essen? Kaffee. Es gibt Kaffee. Kaffee und Kuchen. Dach. Was für ein wundervoller Tag. Erst die Rebellen und jetzt auch noch der Mana-Ritter. Und da bin ich weg. Oh. Halt! Mist! Lache ist schwul. Fick dich. Lache ist schwul. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Der Imperator hat uns reingelegt. Ach nee, damit hätte ich jetzt auch niemals gerechnet. Ich hätte es wissen sollen. Ja, ich hab's gewusst. Ihr habt denn hier auf mich gehört, ihr Arschköpfe. Ich will hier raus. Ich will ja raus. Hallo, Soldatentyp. Seid ihr still? Ihr wollt wirklich raus? Nee, ja. Das war... Hopp. Ah, WTF. Was war das denn jetzt? Vielen Dank, aber... Achso, du bist ja... Ich denk mal, Hagen. Adios, amigos. Hä? Ja. Ach so, oh. Nein! Jetzt kommt sicher kein Boss. Oh, wer denn jetzt damit gerechnet? Oh, guck mal, das hier ist unser Heuschreckenkomet. Mhm. Nummer 3, glaube ich schon, oder? Den du zum ersten Mal nicht besiegen konntest. Also, willkommen zurück, Heuschreckentyp. Wer denn jetzt damit gerechnet, dass hier ein Boss kommt? Ehrlich? Ja, erstmal Level 6. Macht fast Schaden bei mir. Hat sie gesagt, der war fast. Ich kann die scheiß Peitsche nicht aufladen, echt jetzt. Macht hier wenigstens Schaden. Ich behalte sie trotzdem mal. Mhm. Und schon, na, jetzt für einen Kampf, das ist scheiße so. Ja, wegen einem. Ich nehme wieder die. Kann ich aufladen. Wow. Oh, 178. Was ist das denn? Stahlanbeter aus Weich. Feuerstrahl auf du. Roman, ein Leben. Alter. Jetzt hat er keins mehr. Mir guckt. Ja. Du
wieder tanzt, der muss die ganze Zeit tanzen, ey. Was macht der dance, eigentlich mit dance, seinem Ohr? Dance for somebody. LOL! Oh. Nach 3 Aufladangriffen. Oder 4. Voll schlecht. Ehrlich. Yeah, wir tanzen im Blut. Roman steht einfach nur rum. Müssen wir jetzt nicht auch wieder leben? Und weiter geht's. Okay. Ah ja doch. Ho. Clown-Orb erhalten. Okay. Ja, neuer Orb. Zum. LOL, ich hab noch den Angriff fertig gemacht. Was ist das denn? LOL, cool. Ah ja, wir haben ja gesagt, wir machen hier so nach den Bossen jetzt auch nochmal ein Safe. Ja, falls das Spiel abstürzt. Jo, damit die das Ganze nicht noch wiederholen müssen. Ich hab grad eine Nachricht bekommen. Kann sein, ich weiß es nicht, weil ich sehe es ja nicht. Ach, Ruhe. Oh, da wird was, da wird was drin sein. Nee. Guck, 1000 GM. Fett. Ja, was? Nö. Ja, dann müssen wir runterstürzen, dann kommt direkt der nächste, was wetten. Gut möglich, aber. Nee, jetzt kommen diese. Die Geldmänner aus Zelda. Boah, ich hasse die Hände aus Zelda, ne? Also von der Decke fallen. Achso, nein, du hast ja auch sicher mal Link to the Past gespielt, oder? Ja, klar. Da kommen ja in dieser Wüste diese. Ja, stimmt. Eben, das sind ja die Geldmänner. Echt kreativ der Name. Weil es zu viel. Fick dich. Kommt raus! Die müssen schnell verschwinden, bevor sie mit Verstärkung kommen, aber gehen einfach so wild umher. Ja. Unglaublich. Impossible. Ich hätte es wissen sollen. Ja, ja. Ja, wir sind die Bösen. Ja? Nö. Da unten ist so ein Schalter. Ja. Zur anderen Seite? Ja, dann, dann eben nicht. Ach, verschwinden hat er auch gesagt, ne? Aber zurück? Ah, vielleicht. Ne, ich denke mal, vielleicht sind wir gerade einfach, oder? Ich habe keine Ahnung. Extrem die Spastis wieder. Aber so, wenn gehen wir einfach zurück. Genau, gehen wir einfach zurück. Vielleicht kommt dann irgendwas, ne? Keine Ahnung, ich werde gerade noch verbrannt. Ja, deswegen gehe ich auch gerade raus. Ich brenne einfach mal weiter. Aber wir, ach nee, doch, ich kann mich nicht bewegen. Roman, danke. Nervig, der Typ. Ehrlich. Kann man dazu so wie ich Abonnenten habe. So. Nee, da sind wir auch irgendwie runtergekommen. Das wird also nicht sein. Ich bin echt verwirrt gerade. Wir müssen irgendwie den Schalter aktivieren. Vielleicht wieder mit einem Zauber. Schon bei dem Schalter, wo man raufstehen muss. Ja klar, war ja der erste, musst du einfach nur draufstehen. Das war ja kein Unterschied. Oh, verpisst euch. Aua. Ma. Guck nicht so, lass mich die Tür. Ach. Mann. So, wir hatten doch irgendwo. Analyse. Analyse, ja. Geht. Geht nicht. Ne, geht nicht. Komm mal rüber. Weißt du, hier geht's hoch. Ach so. Hab ich jetzt gerade irgendwie so bemerkt. Das sieht man nicht. Ja, das Spiel ist gemein. Und halt ein bisschen älter. Ist man sich irgendwie nicht so gewohnt. Mhm. Boah, jetzt fackel ich schon wieder, oder was? Ja, jetzt ist Roman am Fackeln. Ja, ja, ja. Schon gut, Spiel. Ich mach dann mal eben die Truhe auf. Wollen denn hier mal Walnüsse essen, ey? Ist so. Voll übertrieben jetzt gerade. Oh nein, die können sich auch multiplizieren. Ja. Aufladen. Nein, geht weg. Au! Hasse euch. Hört doch auf damit. So. Und noch der Typ hier. Und tot. Und Roman, einmal Heilung bitte. Du brauchst nämlich. Ja, gut. Nein, warte.
Boah, immer diese scheiß Walnüsse, ey. Ja, ja. Ich will mal das Inventar größer machen. Das sind viel zu viele Dinge. Hier, Roman. Ist mal Bonbon. Bonbon, genau. 100 KP. Ach, das noch nicht jetzt. Die habe ich echt realisiert. Was zum... Als würde man hier vorhin rumzaubern wie so ein Irrer. Ich finde aber die Gegner interessant. Die schwingen ihre Keule. Hallo? Zeig dir mal eine echte Keule. Boah, ich würde immer rückwärts gehen. Moonwalk. Keulenwalk. Drachenritter. Passt ja gar nicht. Ich klapp meine Ecke auf. Tschö. Die Musik ist zwar irgendwie komisch, aber irgendwie. Ja, ja. Irgendwie passt das hier gerade. So ein bisschen. Da geht's irgendwie nicht runter. Aber hier geht's rüber. Roman, mitkommen. Was haben wir hier? Noch mehr Drachen. Oh nein! Ich hab's gedacht. Ich auf keinen Fall. Hör auf zu weichen! So. Rein da. Gucken, was hier ist. Oh mein Gott. Sorry. Warte, lass mich kurz abschießen. Einer ist tot. Ja noch eine. So. Ist jetzt wirklich zaubern? Ja, komm. Wegen hier, wir sollen. Anscheinend zaubert man hier so viel. Achso, ja, klar. Dann tun wir das doch auch mal. Ich krieg's von meiner Mammung wieder. Die ist sicher eine Walnuss, guck. Ah ne, guck, noch ein Bonbon. Da kann Roman ja direkt wieder eins essen, weil wir wieder vier Bonbons haben. Ist so. So. Tada. Heute schaffen wir es echt, dass Roman ziemlich lange lebt. Mir sind die Kisten wichtiger. Axor, cool. Lol. Und auf einmal ein Krieger. Der ist auch noch in der Kiste aus. Und Peitschen auf. Noch ein. Hatte ich gerade erst ein. Und noch ein Krieger und lol, ich hab direkt meinen getötet. Und noch eine Kiste. Und noch ein Orb, stell dir das mal vor. Lebenswasser. Oh. Das ist auch geil. So. Denk ich mal, Secret Items auf gut sein. Ich hab irgendwie keinen Nerv dafür gerade. Ja, die geben, glaube ich, gut EP. Wir sind halt erbärmliche Krieger. Ja. Aber GMP. Ja. Oh, ist noch einer da. Der andere hatte keinen Bock mehr. Wir verlieren andauernd. Würde mich auch demotivieren. Vielleicht ging er auch hier unten Gassi mit seinem Hund. Ne, guck jetzt, wer da oben aufgetaucht. Haha. Voll dumm. Ich hab das gedacht, ich hätte die so falsch gedacht. Ja, hallo? Kannst du mal auch nicht ausweichen oder so? Geht doch. Und nach oben! Ich hätte gedacht, dass da noch einer ist. Unglaublich. Moment, das ist ein anderer, ne? Das ist was anderes, ja, ja. Pass auf, Mega der kann zaubern, du. Der kann zaubern, aber ich kann auch zaubern hier. Guck mal. Ich sag dir mal einen richtigen Zauber. Macht da keinen Schaden, guck. Ah, toll! Explodiert hier direkt. Na, scheiß noch erstmal auf den da. Was haben wir denn hier? Ein Keulenmann. Der zeigt mir gerade seine dicke Keule. Diese Typen hier keulen sich einen.
So. Was machst du da? Oh mein Gott! Hätte er jetzt damit gerechnet? Zwei Megamans! Megamans. Wirklich so. Ja, guck mal, die werfen Ninja-Sterne. Was ist da oben? Da bewegt sich auch irgendwas. Was macht der denn jetzt? Zip. Wiedersehen, ich bin Pantomime. Das sind Ninjas! Ninja-Mode aktiv. Dark Ninja ist verwirrt! Hey, mach dich sichtbar, ich seh dich! Danke, dass ich mich jetzt für nix aufgeladen. Oh nein! Das Buch of Doom. Ah! Ja, lol. Auf die Fliegen. Das war schon beim Boss uncool. Kimori? Hier. Ja, genau, wir haben Steine auf das Buch. Klar. Guck, hat gewirkt. Da haben wir so ein Typ hier. Dark Ninja. Oh! Autsch! Arsch! Vorbahntrieb! Yeah, Level 34. Okay, langsam verwirr ich. Okay, hier geht's nicht weiter. Und hier, oh nein, das böse Ritterchen. Es ist hingefallen. Das ist echt dumm. Boah, 105. Es ist 3 Uhr nachts und wir spielen Secret of Mana. Ist gar nicht 3 Uhr. Wie viel denn? 2 Uhr, glaube ich. Na, 1 Uhr erst. Als ob. 2 Uhr 14, du Vogel. 2 Uhr 14, aber nicht 3 Uhr. Aber ich war näher dran als 1 Uhr. Mir egal. Aber nicht. Mir aber schon. Nur in der Nacht können wir meine sekreten Geheimnisse aufdecken. Das ist ein Fehler, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Gekonnt, ignoriert. Den Ninja willst du ignorieren? Nein, aber den Fehler. Dark Ninja. Da schiebt den doch direkt in den Himmel. Wo ist denn jetzt hin? Keine Ahnung, aber es macht bum bum bum. Und Ruhelein. Komm, echt mal was Böses. Fick dich. LOL. Überlege, guck mal, ein Leben. Mach mal Heilung, bitte. Ein Leben. Kriegst du erstmal Energie über 600 oder so? Ja, das wär's. Oh! War nicht schlecht. Gut, ich würde dann sagen, den Part beenden wir hier. Ich hab knapp überlebt. Voll dumm. Und dann hab ich dich wieder überlebt. Und dann geht's im nächsten Part weiter in diesem komischen Dungeon hier. Und ja, keine Ahnung. Bis dann und ciao.